Und weiter geht's. Wir sind auf New Haven. Der Arma 3 Mod für. Ne, umgekehrt. Der Breaking Point Mod für Arma 3. Der Mod für Arma 3. So, und wenn wir jetzt ein bisschen nach Südosten gehen, müssten wir direkt auf die Rollbahn kommen. Das probieren wir jetzt mal. Die einsame Hütte im Wald lassen wir hinter uns. Und schauen, ob wir hier gleich auf eine Rollbahn stoßen. Müssten wir eigentlich. Ach, warte mal. Hier sitzt ziemlich. Yeah! Okay, ich halte das aber gerade hier trotzdem für keine gute Idee, mich hier so zu präsentieren. Deshalb laufe ich jetzt hier lang weiter. Ist jetzt zwar auch nicht so wahnsinnig viel sinnvoller, aber gut. Wollen wir mal gucken, ob wir da was Feines finden in den Hangars. Ich vermute zwar irgendwie wahrscheinlich nichts, was wir jetzt so wahnsinnig unbedingt brauchen könnten, tun, bräuchten. Aber egal. Nur los, komm. Aha. Gut, wieder diese Container, dann wahrscheinlich wieder wahnsinnig viel brauchbare Sachen drin. Genau, Tire Repair Kit, die ich jetzt gerade wahrscheinlich noch nicht gebrauchen kann. Ich kann die ja mal mitnehmen. Nee, kann ich nicht. Ja, ein großer Rucksack, ich sage ja. Ich brauche einfach nur einen etwas größeren Rucksack. Einen etwas viel größeren Rucksack oder irgendwas halt, wo ich mein Zeug lagern kann. Super, hier ist nichts. Quasi gar nichts. So. Und hier. Gott, ich laufe. Ich bin viel zu unaufmerksam. Gut, aber da ist eh nichts drin. Komisch, gar keine Zombies hier. Hängen die doch hier immer irgendwo rum. Na, hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Hier ist was. Ah, okay. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Kann ich die brauchen? Nee, kann ich nicht. Kann ich die brauchen? Nee, kann ich auch nicht. Guti oder auch nicht Guti. Okay, hier ist Medizinstuff drin. Antivirals nehmen wir mal mit. Medical Field Dressing, was auch immer das jetzt ist. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ob das ein Verband oder sowas ist. Gut, okay, dann haben wir das auch schon mal. Oh, da ist gerade was gespawnt. Gerade so gesehen. Eine Karte. Blueprint Military Crate. Kann ich ja mal mitnehmen. So. Requires Hammer. Zweimal Box, Nagelbox habe ich. Und dreimal Small Wooden Pallet. Ja, die habe ich wahrscheinlich weggeschmissen. Okay.
mal gucken, ob hier drin auch was gespawnt ist jetzt. Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Und hier war ja eh nichts drin, oder? Nee. Na, wir gehen mal hinten rum. Ah, hier geht die... Das ist die Straße, die ich wahrscheinlich... die ich meinte. Aber hier ist ja wirklich nicht viel los in der Ecke. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. So, na, jetzt gucken wir mal. Wir könnten natürlich noch zu der Evac Base. Das denke ich mal wäre eine sinnvolle Sache. Da mal hin. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen, wenn die Straße hier endet, einfach gerade auslaufen, wenn die den Bogen macht. Dann kommen wir direkt zu dieser Evakuierungsbasis. Es dürfte auch nicht allzu weit sein. Zum Glück müssen wir ja nicht schwimmen. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Im Moment wird ja hier wirklich ein bisschen sehr viel gelaufen und geschwommen. Aber die Entfernungen sind halt auch relativ groß hier. Und ja, wie gesagt, weit und breit nichts von einem Auto gefunden. Man müsste sich so eine Crate bauen in der Nähe von einem Autowrack irgendwo versteckt. Also so einem Auto, was man reparieren kann. Und dann die Gegend drumherum abklappern. Und entsprechend, ja, das sollte man vielleicht mal in Angriff nehmen. Aber alleine ist das blöd. Alleine ist das echt blöd. Ja gut, muss ich mal Bescheid sagen, dass wir mal wieder eine Runde Breaking Point spielen. Es gibt ja noch ein paar andere Maps, die ich auch noch anspielen will. Wie zum Beispiel die Chernarus Map oder die, die Dingens, na, wie heißt sie, die, Firsk-Map. Und dann will ich auf jeden Fall auch nochmal Namalsk spielen, weil ich das einfach ziemlich gut fand. Also die Map an sich fand ich schon immer gut. Und ich glaube, da unten ist die Evac-Base. Oder ist das sogar schon der Hafen? Moment mal. Das ist... Ne, das ist es. Sag ich ja. Mussten wir ja doch gar nicht so lange laufen. Ja, und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal gespielt sehen wollt. Also sei es jetzt eine spezifische Map von Breaking Point oder sei es eine Arma 2 Mod. Hätte ich auch mal wieder Bock, irgendwie außer Origins vielleicht mal die normale Chernarus Mod zu spielen. Oder ja, oder schlagt mir einfach vielleicht auch mal was Neues vor, was ich vielleicht noch gar nicht kenne. Es gibt ja von Arma 3 offenbar ziemlich viele Maps, von denen ich noch nie was gehört habe. Und da habe ich natürlich überhaupt nichts gegen, das mal auszuprobieren. So. Okay.
Nein, schauen wir uns das doch mal an da unten. Naja, Frosch in den Hals, Moment. Mal einen Schluck trinken. Okay, jetzt denke ich, geht's besser. Okay, dann gehen wir hier jetzt mal runter. Und schauen uns mal dieses Evakuierungscamp an. So, ich denke mal, in dem großen Gebäude findet man wieder einiges an Loot. So, und hier müssen wir wohl durchkriechen. Nehme ich mal ganz stark an. Das heißt, müssen, können. So. Keine Zombies. So, wieso habe ich jetzt eigentlich, ich wollte doch was Katana in die Hand nehmen. Nicht die laute Knarre. Wir müssen ja hier nicht alle auf uns aufmerksam machen. So, hier ist eine Tür auf. Bisschen was. Reinforcement Kit, das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Das interessiert mich mal. So, allows for the reinforcement of Safe Haven Hideout. Inside an unlocked Haven, okay. Ja, genau. Einmal Stahl und Zementback. Also da kann man quasi sich da irgendwie ein Schloss bauen für einige Häuser, die es hier gibt, was ich auch schon gesehen habe. Abgeschlossene Häuser. Hier war schon jemand. Hier war definitiv schon jemand. Sonst wäre die Tür hier drin nicht auf. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr hier. Naja. Wahrscheinlichkeit, dass er hier ist, ist zwar eher gering, aber trotzdem. Hier war definitiv schon jemand. Türen sind alle offen. Aber der kann ja schon eine Weile weg sein. Wohlgemerkt kann. Kann aber hier auch noch irgendwo rumlungern. Okay, Bandage sind immer gut. Und Antivirals sind auch immer gut. So, Brick brauche ich nach wie vor erstmal nicht. Ein Woodpile, ja, siehst du, das kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr nehmen. Super, super Sache. Aber die Cerealien kann ich nehmen. So, und schon wieder ist mein Rucksack zu klein. Ganz genau so ist es. Definitiv. Gut, da drüben ist ein Zombie.
ist auch eine Tür auf gewesen. Ja, also hier war definitiv jemand. Das ist ganz sicher. Aber wir schauen einfach mal noch einen Moment weiter. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Nein! Hä? Oh, du blöder, buggender Zombie, was soll denn der Scheiß? Komm mal her. Ja, danke. Ey, sag mal. Was soll denn das? Schlechter Scherz, oder was? Ja, super. Danke, danke, danke. Super, das ist eine ganz tolle Idee gewesen. Scheiß buggender Zombie. Ja. Okay. Okay, Server ist in Shutdown-Mode. Gut, ich denke, das war's dann auch für heute. Schön, dass man es vorher angesagt hat. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.